Heute möchte ich euch ein Navigationssystem zeigen beim Flight Gear, mit dem ihr euch sehr gut zurechtfinden könnt. Der Atlas funktioniert leider beim Mac mit dem Betriebssystem Lion Mountain nicht und daher muss man also die Map benutzen. Ich gehe mal hier oben auf die Auswahlleiste und zwar ganz oben sehen wir die einzelnen Dinge und schauen mal unter Equipment. Hier fällt oben auch gleich die Map als erstes Menü auf. Das starten wir einmal und wir haben hier dieses Map-Fenster. Wie man sehr gut sehen kann, ich befinde mich auf IDDL. Das ist die Kennung für Düsseldorf. Wir sehen hier die Landebahn, wir können hier mit dem Knopf Zoom auch ein wenig reinzoomen, sehen hier die beiden Landebahnen sowie das Flugzeug, mit dem ich fliegen möchte. Besonders interessant ist eigentlich der Knopf einmal für transparent, das bedeutet, die ganze Geschichte wird durchsichtig und man kann sie also wunderbar irgendwo hinschieben, wo man also nicht nur navigieren kann, sondern zur Not auch noch durchgucken kann. Das ist ganz gut, wenn man das im Cockpit vom Flugzeug irgendwo ganz nach unten links oder unten rechts verschiebt. Da kann man zur Not auch noch die Armaturen sehen. So, ferner sind noch weitere gute Dinge anzuklicken. Nämlich hier beim Traffic, beim Display, kommen zusätzlich die Flugzeuge rein. Wir sehen hier gerade oben rechts ein schwarzes Kästchen mit einer schwarzen Linie. Ich zoome noch mal etwas stärker, dann kann man das besser sehen. Hier kommt die Lufthansa 3201 rein. Natürlich wird die gleich über Kopf landen. Das kann man sehr schön sehen. Hier oben wird auf der Landebahn gleich das Flugzeug landen, sobald das mich hier erreicht hat. Das werden wir auch gleich mal abwarten. Ich fahre etwas mit dem Zoom wieder raus. Dann können wir wieder die Landebahn sehen und können auch die Nachbarlandebahn sehen. So, die blauen Pfeile sind also die Anflugrichtungen und Korridore, von denen aus man die Landebahn anfliegt. Man kann zusätzlich, kommt schon das Flugzeug, genau, ihr habt das gesehen, jetzt kommen also auch hier die weiteren Flugzeuge, die man hier erkennen kann. Ist ganz interessant, weil man kann sich dann wunderbar auch auf dem Flugplatz anstellen, um irgendwo zu starten, wenn man schon mal sieht, von wo die anderen Flugzeuge kommen. Ferner ist ganz interessant hier auch noch der Knopf Data. Hier wird also auch nochmal genau gezeigt, wo welcher Flughafen ist, und zwar wie zum Beispiel IDLI für Essen-Mülheim. Hier kann man natürlich dann im Klartext wunderbar auch nochmal lesen, welcher Flugplatz das ist in der Nähe. Hier ist Düsseldorf, wo wir gestartet sind. Dort ist Dienstlaken, Schwarze Heide oder Dortmund oder Meinerzhagen, Geilenkirchen. Und so kann man also auch wunderbar navigieren und sich zurechtfinden. Ich selbst fahre am liebsten auf Zoom Nummer 4 oder aber Zoom Nummer 3 und 2. Hiermit kann ich also weite Strecken sehen, wo ich hin möchte, zum Beispiel bis nach Brüssel oder nach Leeuwarden in den Niederlanden oder Bremen, Hannover, Erfurt, Frankfurt am Main. Somit kann man also ganz gut auch die Richtungen anfliegen, wohin man fliegen möchte, wenn man in größeren Abständen fliegt. So, ich zoome hier mal wieder rein. Ganz interessant ist auch zusätzlich, wenn wir uns mal den Flugplatz von Köln anschauen, Köln-Bonn. Man kann also wunderbar sich auch vorher die verschiedenen Landebahnen anschauen. Und man sieht hier genau, ich mache den Starter mal wieder weg, man sieht genau, dass hier die eine Landebahn deutlich größer ist als die anderen beiden. Und somit kann man auch von vornherein schon mal die Landebahn aussuchen, ob man nun mit einer Cessna fliegt, wo eine kurze Start- und Landebahn absolut ausreicht, oder einmal eine lange Landebahn, wenn man mit einer 737 oder 747 fliegt. Da braucht man dann doch deutlich mehr Platz. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen damit. Viel Spaß beim Navigieren. Tschüss!
Was ist? Was tust du da? Sag nicht, du gibst jetzt.